So, herzlich willkommen zurück zu meinem Bulletstorm Let's Play. Wir sind jetzt im nächsten Level. Es will unbedingt einstürzen, heißt dieses Level. Okay, los geht's. Was für ein Gestank! Ich ist in Pflanzenkacke gelandet. Aber nicht die Ohren vergessen, kleiner Waschbär. Willst du mal in diesen Haufen? Nur weiter so. Ich schätze, eine Drohung ist fast so gut wie ein Dankeschön. Wie zur Hölle hast du das überlebt, Ishi? Wir werden bei der kleinsten Berührung von seinem riesigen Zähnen logischerweise aufgeschlitzt von dem Vieh. Und ihr habt ja gesehen, was für riesige Zähne dieses Vieh hat. Ne? Aber Ishi überlebt das. Naja, Ishi ist ein... Ja, was der schon alles überlebt hat, den kann man nicht töten, den Kerl. Ne? Also das geht nicht. Also das ist der Wahnsinn. Der Typ ist echt... Der wird immer unheimlicher, der Kerl. Also muss man ihm schon lassen. Der wird immer unheimlicher. Mein lieber Scholli da. Okay, dieses Maschinengewehr hier, dieses Karabiner, was ich hier gerade in der Hand habe, das war auch ziemlich unheimlich. Ich meine, wenn du keine Munition mehr für das Teil hast, dann, ja, aus Geisterhand so, hast du dann doch noch eins im Arsch stecken und kannst es in das Karabiner reinstecken. Ja. Grayson hat einen großen Arsch, um Magazine zu verstecken, die, wovon er nicht mehr wusste, dass er die besitzt. Naja. Hat nicht jeder so eine Fähigkeit. So, weiter geht's. Das ist natürlich jetzt die Frage. Mich würde das jetzt gerade mal echt interessieren. Was passiert, wenn ich das Ding leer schieße? Bekomme ich denn auch wieder das Notfallmagazin aus dem Arsch, oder? Sollten wir eigentlich mal ausprobieren, ne? Ich probiere das jetzt mal aus, also definitiv. Also, das Notfallmagazin aus dem Arsch. Komm, wir testen mal. Ah, okay. Das war also... Ah, okay. Das war also tatsächlich... Das war also tatsächlich eine Sache des Bosskampfes, dass wir das Notfallmagazin aus dem Arsch haben. Das wollte ich nur wissen. Was für ein Gestank! Ich ist in Pflanzenkacke gelandet. Aber nicht die Ohren vergessen, kleiner Waschbär. Willst du mal in diesen Haufen? Nur weiter so. Ich schätze, eine Drohung ist fast so gut wie ein Dankeschön. Aber hey. Wenn das anders gewesen wäre, schade eigentlich, dass es nicht anders ist. Wenn es anders gewesen wäre, hätte ich nie wieder dafür Munition gekauft. Ist aber logisch. Aber... Naja, dem ist leider nicht so und die Munition ist natürlich jetzt entsprechend knapp. Super. Ich hoffe, dass hier irgendwo so eine komische Versorgungskapsel ist, sonst habe ich nämlich in Kürze ein Problem. Oh, verdammt, das nenne ich tief. Das eingestürzte Gebäude, das ist unser Weg darüber. Das grenzt doch an Selbstmord. Wirklich, ist ja mal ganz was Neues. Oh ja, das ist die Antwort eines echten Kerls. Ich will dich einfach nur beeindrucken, das ist alles. Beeindrucke mich, indem du dranbleibst. Okay. Ja, sieht aber geil aus hier. Meine Güte. Okay. Ja. Ach nicht, es kommt so weit wieder. Nein! Na gut, ein haben wir gefailt, das geht ja noch. So. Oh ja. Gray. Wegen dem, was da passiert ist. Ich weiß, du kämpfst gegen die AI. Und ich weiß, du gibst dein Bestes, Kumpel. Was für eine Strömung hier.
Ja, die brauche ich. Und er hat gespeichert. Sehr gut. Noch eine Versorgungskapsel. Überreste von Operation Anarchy. Klär uns mal auf. Ich nehme an, ihr erinnert euch an General Serrano. Oh ja. Serrano sollte hier unten sauber machen. Er hat befohlen, die Mutanten und die Gangs auszulöschen und die Stadt intakt zu lassen. Er beschloss bei diesem Auftrag, ein paar Final Echo-Kandidaten zu testen. Ich habe hier vor einem Jahr eine Einheit angeführt. Und dein Squad hat echt einen erstklassigen Spitzenjob abgeliefert. Hier ist alles blitzblank. Mission erfüllt. Wir hatten die Situation unterschätzt. Nur wenige von uns schafften es zurück. Operation Anarchy war ein kompletter Fehlschlag. Die Skillshot-Anzeigen im Display der Peitsche sind also irgendeine Kampfanalyse-Scheiße? Zuteilungspunkte, die bestimmten, ob man sich an einer Versorgungskapsel Nachschub holen konnte. Herausragende Soldaten bekamen Nachschub, die anderen nicht. Darwin wäre stolz auf euch gewesen. Okay, dann können wir uns ja auch laden. Wie viele Punkte haben wir überhaupt? Habe ich jetzt gar nicht... Ah, gut, damit kann man ja noch ein bisschen was anfangen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie handeln wir jetzt am besten? Da bleibt mir nichts anderes übrig, ich muss für dieses Scheißding was kaufen. Weil ich hab ja nicht mehr so sonderlich viel davon. So. Ich will, dass ich dafür Munition habe, das ist mir wichtig. Ich will mit was schießen können. Wenn ich mich irgendwann keine Munition mehr habe, dann kann ich nicht mehr schießen. So. Und da komme ich dann auch nicht weiter. Der Detonation ist zu teuer. Ich brauche erstmal Munition, das ist viel, viel wichtiger. Ja, ich denke mal, so ist ganz gut. Okay. Denn ohne Munition wird das nichts und ja, 363 ist auch nicht so berauschend, ne? Ich sehe aber gerade, da ist ein Schwarm. Da kann man natürlich noch ein bisschen aufpumpen. So. Vielleicht sollten wir den erstmal platt machen. Für so einen Schrott, ne? Macht das auch Sinn, Munition zu haben. Ah, ich treff nicht. Das ist scheiße. God damn it. Oh, ich hasse die Dinger. Es kann doch nicht so schwer sein, diese Dinger da zu treffen, oder? So. Und die letzte noch. Na, endlich. So, nochmal hier ran. Und noch eine kaufen. Ich würde sagen. Es ist so undankbar hier. Was ist denn da eigentlich neu? Oh, Ladung. Ich will mal lesen. Feuert eine fusionsdestabilisierte Explosivkugel ab, die wiederholt detoniert, sobald sie mit einer Oberfläche in Berührung kommt. Okay. Naja. Für irgendwelche Zukunftssachen mal. Ja, so. Gut. Die macht aber mehr Schaden, ne? Dann kaufen wir dafür noch was. Die ist nämlich wichtig, weil die macht mehr Schaden. Auf alle Fälle deutlich mehr Schaden. Okay. Dann weiter. Ich hoffe, dass der noch bald nächste gelingert mit der Speise. Sonst kann ich mich diese ganzen Insektenviecher nochmal alle neu töten und so. Das muss ja auch nicht sein. Denn ich denke nicht, dass ich in Kürze meinen Einkauf ändern wollen werde. Okay. Ja. Warum hört das hier schon wieder so noch botanisch an hier? Ah, da kommen doch wieder Gegner, oder? Was ist da drin? Nur Stromkabel, ne? Oder ist da irgendwas? Ja, es sieht nach Stromkabel oder so ein Gedöns aus. Ja, nee, sowas wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte mich doch nur umsehen. Ja, und was für Stromkabel? Halleluja. Sind nicht irgendwo noch Munition rumliegend? Noch ein bisschen mehr?
Was ist hier los? Stürzen wir hier gleich ein oder was? Boah, die Stromkabel sind jetzt ein bisschen problematisch, würde ich meinen. So, naja. Haben wir ja auch überlebt. So, weiter geht's. Gut. Okay. Da-dam. Ja, scheiße. Ja, noch mehr Skulls. Mein Gott. Sie sind voll motiviert. Sie versuchen, unseren Hauptpreis in die Finger zu kriegen. Soll ich da jetzt drauf schießen? Keine Ahnung. Ich lasse es mal bleiben. Ich glaube nicht, dass das irgendwie hilfreich ist. So. Jetzt verballere ich mir nur wieder meine ganze Munition. Das muss ja nicht sein. Das ist er. Was ist was? Das ist der einzige Weg nach unten. Wenn du das sagst. Ja. Glaubt man nicht, dass ich dich nicht gesehen habe, du scheiß Newsbot. So, okay, hier dann runter hier. Ich hoffe, uns erwartet da unten irgendetwas Weiches. Wow. Sehr weich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Ja, Checkpoint. Ladies first. 8 Uhr Nachmittag. Es ist jetzt 5:01:03:78 Uhr Nachmittag. Interessant. So. Bereit für eine Party der Qualen? So. Uah. Nein. Komm, beruhig dich. Dankeschön. Bullshit. Ich erwisch den Arsch. Naja. Oh, hier. Komm her, ja. Graffiti, was auch immer ich da gemacht habe. Habe ich den zerlegt? Ich glaube, Graffiti war zerlegen, ne? Oh. Ohohoho! Oho! Was für eine Munitionsbox, das hätte man wissen sollen. Das habe ich wieder so eingekauft, ne? Wow! Was für ein Waffenlager. Damit hätte ich bestimmt meinen Gegner eben platt machen können. Ich vermute mal, das hätte man besser lösen können. Ach, ich mache aber auch alles falsch. Mehr von diesen Clowns! Ah. Fuck. Auf damit. So. Yay. Dann machen wir halt so Punkte. So. So. Gefällt dir? Fühlt sich's gut an? Na, dann will ich doch gemeint haben, dass ich das, dass das gut findest, ne? So, perfekt. Hier. Nein, du sollst. Nein, du sollst doch da rein. Na also. Schön, dass wir uns einig sind. So, noch jemand? Oder. Musik ist ja fantastisch.
Sturm. Wir müssen ihn ausschalten. So, hilft regenerieren. Ne, da ist er gar nicht. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Ja, regenerier dich nicht, dass du gleich abkratzt. Na also, das ist doch alles von alleine. Jo, hast du nun davon. So, okay. Dino, wo sie sich versammeln. Los, ruf mir einen Aufzug. Oh, du weißt echt, wie man eine Party schmeißt. Wir brauchen Unterdrückungsfeuer. Los, los, los. Ah, ich hab's geahnt. Ich hätte es nicht so machen sollen. Ah, scheiße. Natürlich wieder nirgendwo gespeichert, ne? Oh, ich könnte es wetten. Ja, vielen Dank auch. Ladies first. Ach, das hasse ich so an dem Spiel, ehrlich. Bereit für eine Party der Qualen? Scheiße. So. Das ist ein Mist, ne? Oh, was will man machen? Noch mehr von diesen Clowns! Ah. Das Problem ist, jetzt ist man zu übermütig, ne? Gott schenkt mir eine Speicherfunktion. First. Ich hab auf diesen Kack. Bereit für eine Party der Qualen? Was, wo bist du denn? Komm her jetzt. So, ist der andere jetzt? Schon tot oder was? Ach, alles ein Gammel. Noch mehr von diesen Clowns. So, weiter jetzt. So. Mehr jetzt hier. So geht's doch. Ah, hau ab, Mann. So. Geht's jetzt wieder? So, jetzt komm her hier. So. Herkommen. Da rein mit dir, so. Ich glaube, das war letztendlich effizienter. Und wir haben noch die Dings noch. Von daher passt das schon. So, okay. Jetzt sind wir wieder am alten Eck. So. Schützturm. Wir müssen ihn aushalten! Also, ran an den Feind, jetzt hier. So, weg mit dir. Schluss jetzt hier. So. Dino, wo sie sich versammeln! Ja, ja, ist mir grad egal. Du weißt echt, wie man eine Party schmeißt! Wir brauchen Unterdrückungsfeuer! Los, los, los! Nein, braucht ihr nicht. Ach, ich komme nicht mehr zu meiner Munitionsbox hin. Super. Ja. Okay. Na gut, dann werden wir jetzt mal wieder da hinten gehen. So, zack. Warum darf ich da jetzt nicht durch? Dankeschön. So. Gut. Also. Na also. So macht man auch Punkte. Alles kennen. Ja, wie soll ich denn das überleben mit der Minigun? Das ist ja Schwachsinn. So. Wow. Viele das sind. Halleluja. Ein Experiment ausprobieren.
will ich leben! Yay! Oh, shit. Beweg deinen Arsch dahin! Oh, fuck, ey. Ah. Was war das Problem? Was war dein Problem, verdammt, ey? Ich hab doch nur zwei gehabt, wieso machst du es denn nicht? Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer nur... Ah. Ich weiß es einfach nicht. Ladies first. Es kotzt so an. Bereit für eine Party der Qualen? Yes. Gott, ey. Nervt doch grad schon ein bisschen. Muss man doch. Wer von diesen Clowns? Mensch, ey, das will man doch einfach nicht glauben. So, hier, nächste. Ran da jetzt. So, sterb mal bitte. So, du auch. Ran da mit dir. Wow, bin ich gerade im Rage-Mode hier. Den Geschützturm, wir müssen ihn aushalten! So, gut. Diesen komischen Typen da jetzt platt machen. So, danke schön. So. Hau ab, Mann. Ist nix zu melden. Was hab ich denn jetzt für ein Problem? Komm. Dino, wo sie sich versammeln. Komm, ruf mir einen Aufzug. Oh, du weißt echt, wie man eine Party schmeißt. So, geht's mir da gut, sehr schön. Los, los, los. Ja, ja. Wo ist gar nichts. Okay, da sind sie jetzt wieder alle. So. So. Wieso hast du mich diesmal nicht gelobt, du? Gott, mach es halt! Das nenn ich Leben! So. Geht doch. Na gut, dann halt so. So. Jetzt könntest du bei Gelegenheit auch mal wieder speichern, ne? Finde ich. So, sieht jetzt hier wieder besser aus. Dankeschön. Dann können wir jetzt ja mal das Gerät mitnehmen, hoffentlich. Das nehme ich. Vielen Dank. So. Ist zwar eh kein Gegner mehr, aber... Hauptsache, ich sterbe jetzt nicht schon wieder. Ich erhebe das Töten zur Kunst. So, und jetzt? Ja, super. Ganz viele Gegner mitgetötet.
Wieso muss ich denn auf euch dann... Oh, er hat gespeichert. Alles alle. Jo, kein Schuss mit abgeben. Wo ist denn der... Peitsche, was eh viel cooler. So, gut, die Runde kann man jetzt eher akzeptieren. Meine Güte. Ah. So. Tut mir leid, dass ich manchmal ein bisschen in Rage bin, aber dieses Speichersystem geht mir wirklich tierisch auf die Nüsse. So. Du willst mich verarschen? Wer könnte Ihnen bei der... Okay, weiter geht's. Hört ihr dieses Ächzen? Na schön, das Teil hier will unbedingt einstürzen. Dann sollten wir uns beeilen. Eieieiei. So, ich brauche unbedingt das Zeug. So. Ohne dem geht gar nichts. So. Und dann brauchen wir jetzt... Ja, eigentlich brauche ich gar nichts weiter groß. Dann pumpen wir uns damit ein bisschen voll. So. Passt schon. Okay, beim nächsten Savepunkt höre ich dann erstmal wieder auf. So. Ja, das mache ich jetzt mit diesem Gedöns hier. Ja, komm. Boah, ein Glück, dass ich jetzt überlebt habe. So. Aber gut, der hat ja eh vor kurzem gespeichert, von daher ist es jetzt auch egal. Ja, so. Hier hat er gespeichert. Darauf muss ich die Flasche kaputt machen. Einfach darauf zur Feier des Tages. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auch wenn ich mich manchmal ein bisschen aufrege. Aber das ist ganz dem Speichersystem verschuldet. Ich kotz so ab. So. Ja. Tut mir leid. Ist einfach so. Dennoch, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden das schon irgendwie überstehen. Bye, bye.